Das ist heute natürlich ein echter Kracher. Seit Tagen wird nur noch von dieser Partie geredet, wird nur noch über dieses Duell diskutiert. Wir sind live dabei. Willkommen im Wohninvest Weserstadion, liebe Fußballfans. Ich möchte Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Begegnung begrüßen. Das Kommentatorenteam für dieses heutige Spiel sind wieder einmal Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Werder Bremen gegen Hannover 96. Spannende Geschichte hier, Wolf. Ich denke, beide sehen das als wichtige Aufgabe. Beide wollen überzeugen und beide wollen den Sieg. Was erwartest du heute taktisch von ihnen? Ja, sie kommen normalerweise gerne über den enormen Druck, wollen den gegnerischen Spielaufbau von Anfang an stören. Und ich glaube, wenn ich mir das Team heute so ansehe, das wird auch diesmal wieder ihre Strategie sein. Und so gehen es die Hannoveraner an. Sehr flexible Formation heute bei Ihnen, ne? Ja, ein 5-3-2, also erstmal ein Riegel hinten und dann umschalten. Und da sind die Außenverteidiger gefragt. Das Spiel beginnt. Klasse Technik. Füllkrug. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Sie kommen über den Flügel. Da ist die Flanke. Tja, das war keine gute Flanke. Wenn man sich so umhört, wer heute der wichtigste Spieler sein könnte, dann fällt natürlich immer wieder dieser Name. Was erwartest du heute? Tja, Platz 2 in der Scorerliste hier in diesem Wettbewerb, das spricht für sich. Wenn es hier heute so weitergeht, dann muss die Abwehr sich sputen. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Hannover mit dem Platz auf Außen. Sucht natürlich jetzt die Lücke. Ganz wichtig, da muss er hin. Leonardo Bittencourt. Da ist das Pressing erfolgreich. Vielleicht die Führung jetzt. Guter Einsatz, da ist er da. Ecke kommt. Den Kopfball hat er. Klasse gemacht. Gar nicht einfach, denn der war wirklich gut. Wieder Ecke. Jetzt der Eckball. Klasse gerettet. In höchster Not, in allerhöchster Not. Das Ding war fast drin. Da hat der Torwart gar kein Problem. Leonardo Bittencourt. Duxch.
Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Jetzt die Möglichkeit. Riesenparade von Ziele. Sie machen das Tor nicht und den nicht zu verwandeln. Das war fast schwerer als das Tor zu erzielen, oder? Ja, ich glaube auch, das muss ein sicheres Tor sein. Aber so läuft es eben manchmal. Das war eine missglückte Aktion. Gute Aktion jetzt. Aber wir sehen's. Ballverlust. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Jetzt kann da was entstehen. Sie holen sich den Ball und der Grund dafür ist natürlich dieses frühe Pressing. Jetzt können sie kontern. Diesen Pass holen sie sich. Schöner Einsatz. Ball nicht im Aus. Es könnte gefährlich werden hier. Schießt er ihn rein. Macht eigentlich alles richtig, aber der Ball geht doch knapp über die Latte. Außenpfiff. Durchgang 1 ist zu Ende. Kurz durchatmen, dann geht's hier weiter. Im bisherigen Spielverlauf ist das noch eher eine durchschnittliche Leistung gewesen, oder? Also er kann sicher mehr. Bisher spielt er keine große Rolle. Zweite Spielhälfte kann nun also losgehen. Wir erleben zwei Teams auf Augenhöhe, unentschieden bisher, alles ausgeglichen. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Jung. Ja, wird hier gut unterstützt. Aber da machen sie dicht. Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen. Er holt sich den Ball. Weiter am Ball. Abwehr findet kein Mittel. Super durchgesetzt. Könnte die Führung werden. Da ist er. Der erste Treffer in diesem Spiel. Sehen noch mal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten und dann das Tor aus kurzer Distanz. Starke Aktion. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Unaufhaltsam. Das ist die Chance. Die Ecke könnte den Ausgleich bringen. Gleich wird hier ausgewechselt. Ecke ins Zentrum. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion.
Und dann bringt dieser Angriff doch nichts ein. Es gibt einen Treffer im Spiel von Bielefeld. Ich gebe ab ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Bielefeld. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 63 Minuten. Danke. Das ist jetzt eine Chance. Der ist nicht drin. Gehalten. Gefährlich. Keine gute Aktion. Das könnte sogar rot geben. So, jetzt wird das vor allem ein Charaktertest. Jeder Spieler muss noch ein bisschen mehr laufen, um den Platzverweis so zu kompensieren. Aber das ist ja durchaus möglich. Sie haben die Führung im Rücken, müssen nicht zwingend nach vorne spielen. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Ernst. Platz auf außen. Dribbelt in die Mitte jetzt. So, die Chance jetzt. Und da fällt der Ausgleich. Ganz alleine macht er das, schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Eins wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Viel Zeit bleibt nicht mehr in dieser Partie und die Fans wollen endlich den Siegtreffer sehen. Und entsprechend groß ist der Lärm hier nochmal. Ich bin gespannt, was hier noch passiert in den letzten Minuten. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Schupp. Ja, mit viel Übersicht. Die Führung. Boah, damit hätte ich nicht mehr gerechnet. Gewinnen Sie das Derby jetzt doch noch? Ball geht in die Torwart-Ecke. Wir sehen es hier und da werden sich viele fragen, lässt sich dieses Tor nicht verhindern? Aber der Ball ist natürlich auch sehr präzise. So, geht hier noch was? Oder war das die Entscheidung? Lange ist hier nicht mehr zu spielen. 3 Minuten sind es noch. Duxch. Füllkrug. Jetzt haben sie vielleicht noch mal die Chance. Gut durchgesetzt. Toll geblockt. Das war's für heute, Buschi, und hör dir die Fans an. Die sind unzufrieden. Und dabei geht es natürlich um diesen Platzverweis. Die Fans haben die Szene anders gesehen, aber da hatte der Unparteiische keine andere Wahl. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Wem sie heute diesen Sieg zu verdanken haben, ist klar. Später Siegtreffer, das war super gemacht, bärenstark. Weiß die Mannschaft natürlich auch, wer hier heute der ausschlaggebende Faktor war.